So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist, ne? Was ist es denn? Sag mal, was du bist. Muttertier. Moin. Jetzt klingst du aber wie Fladdy, ne? So. Moin, moin. Nein, das ist das Muttertier, das ist der Ramses. Und ihr wisst ja, dass irgendwie die Raid-Bosse gewechselt haben und dass irgendwie Arktos jetzt 3 Monate lang in der letzten Season, Krypto-Arktos, 3 Monate lang da war und alle Leute genervt hat. Jetzt ist die neue Season, das heißt Zapdos, Krypto-Zapdos, nervt 3 Monate lang die Leute. Und was ich hier entdeckt habe, hier ist so ein Parkplatz und daneben steht einfach das. Sieht das nicht super aus? Kannst du dich da hinsetzen oder was? Oder was ist das? Ist das ein Kunstwerk? Nicht anfassen, anfassen verboten, setzen verboten. Das ist hier neben diesem Haus, wo ich auch nicht weiß, was das ist, scheint aber so eine Art Museum zu sein. Da drüben ist das Schloss, da hinten ist die Arena, da müssen wir hin. Denn es ist jetzt 8.15 Uhr und 8.24 Uhr habe ich einen Krypto-Zapdos-Raid. Und weil ich keine Freunde habe, habe ich euch natürlich wieder um Hilfe gebeten, dass ihr vielleicht mich unterstützt bei meinem Raid gegen Krypto-Zapdos. Was natürlich auch shiny sein kann, so wie bei Arktos. Und das ist dann der dritte Krypto-Raid-Boss-Legendäre, den wir so haben nach Mewtwo, Arktos, jetzt Zapdos und dann wird in der nächsten Season wahrscheinlich Lavados kommen. Irgendwie ist Arktos sowieso der schlechteste gewesen. Zapdos ist noch brauchbarer und Lavados ist, glaube ich, der nützlichste, stärkste, beste von den 3 Kandovögeln. Hier steht sogar dran, das ist ein Theatermuseum. Guckt euch doch mal dieses schöne Gebäude an. Meininger Museen, Kulturstiftung, Meiningen, Reithalle. Zauberwelt der Kulisse, Dekoration, Kostüme, Szenografie. So, wir laufen jetzt zu dem Raid, zu Mutter und Kind. Aber vorher zeigen wir euch vielleicht nochmal das Schloss. So, die Mama staunt gerade nicht schlecht. Die hat nämlich hier den Walk of Fame entdeckt. Ja. Hier sind nämlich so Platten, da sind Namen drauf mit Unterschriften. Klaus-Maria Brandauer 2005. Dann habt ihr hier Armin Müller-Stahl 2006. Wir haben Monika Bleibtreu 2009. Wir haben Iris Berben, das ist glaube ich der bekannteste Name 2012. Wir haben Corinna Harfouch. Harfatsch. Alles wie Touch, nur mit F, also Fatsch, Harfatsch. Ja, Karina Hafatsch, mit F statt mit T. Und dann der bekannteste, komischste Name ist der Yadega Azizi 2022. Wenn ihr den kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Die Mama sieht, glaube ich, jetzt zum ersten Mal das Schloss. Das Schloss Elisabethenburg, wo der Thomas gesagt hat, wow, das sah so groß und mächtig aus. Und als er selber geguckt hat, weil da hinten nämlich die öffentliche Toilette war, wo er immer aufs Klo ist, hat er gesagt, das ist ja alles viel kleiner, als er dachte. Da ist noch so ein Café. Jetzt früh ist eh alles zu. Wir laufen jetzt zum Raid. Piku! So, wir laufen jetzt hier an dem Schloss entlang und ihr seht vielleicht auf der Map ein fettes Relaxo. Und ihr seht die blaue Arena. Da geht der Raid auf, Mutter und Kind. Was ich nicht gesehen habe, weil der vorhin noch nicht angezeigt war, dass hier an der roten Arena auch ein Zapdos aufgeht. Das ist nämlich direkt Schloss Elisabethenburg. Da sind wir dann aber schon weg. Und das ist unsere Arena, wo wir hinwollen. Mutter und Kind sitzt auch drin. Da ist nämlich ein Grandiras mit einem Anne-Fly, mit einem Glumanda drin. Wir sind Mutter Kind, wir laufen zu Mutter Kind und da sitzt Mutter Kind drin. Das ist ja wieder mal passend. Und das ist ein fettes Relaxo. So, das war ein einfach fabelhafter Wurf und dann habe ich gesehen, ich habe meine Showcase-Belohnungen noch gar nicht abgeholt. Gestern am Glumanda Sea Day gab es ja wieder Showcases. Den nehmen wir mit. Und hier seht ihr, ich war gestern 3-mal auf Platz 1, 2-mal mit Glurak, 1-mal mit Glumanda. Das können wir noch abholen. 3000 Staub, 3 Lade-TMs, 9 Hypertränke, 1 Sternstück. Ein Glücksei, ein Lokmodul, 15.000 EP. Apropos EP, jetzt eben hat da Philipp in meiner Liste das Geschenk zu beste Freunde geöffnet.
Ich hatte keins am Z-Day, er hatte eins am Z-Day, er hat es jetzt geöffnet, habe ich direkt gelöscht. Ich weiß eh nicht, wer das ist. Ich dachte erst, das ist immer noch ein Account vom Mikro, dann muss der eh weg. Ansonsten danke für die Punkte. 150.000. Das ist jetzt hier die Arena, das ist die Statue. Mutter mit Kind. Das ist die Mutter, das erkennt man an den zwei Eudern. Das ist das Kind, erkennt man daran, dass es versucht, von der Mutter wegzukommen, sich loszureißen. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Da sieht man noch den Arsch und das Kind nochmal. Was das dort ist, was da schon wieder aufgebaut wird, weiß ich nicht. Hier steht Eingang Meininger Parkwelden. Da stehen sie nämlich schon an und wollen da rein. So, der Raid geht jetzt auf an der gelben Arena. Ich habe mich nämlich noch schnell da reingesetzt. Dann ist es jetzt eine gelbe Arena mit einem gelben Zapdos drauf, mit einem Krypto-Zapdos. Steht auch wieder drauf, Raid vor Ort. Bin mal gespannt, ob jemand da ist von euch. Ich gehe jetzt direkt in den Raid. Hoffe, dass noch ein paar Leute dazukommen. Man kann, wie gesagt, nicht einladen bei den Krypto-Raids. Das war bei Mewtwo so, das war bei Arctos so. Das ist bei Zapdos jetzt auch so. Blood and Tears ist am Start. Dankeschön dafür. Zapdos, ja, ist Flug eigentlich, aber auch Elektro. Nehmt halt Eis, nehmt halt Gestein, irgendwie sowas. Ich habe jetzt hier Mamutel drin. Ich habe hier Despota drin. Ich habe Rihonyor drin. Und bei dem anderen habe ich Mamutel, Rihonyor und Gardevoir. Gardevoir ist auch am Store. Ne? Blood and Tears ist am Start, Linus ist am Start, Mary ist am Start, Jenaya ist am Start, Aquana Girl ist am Start. Grüße gehen raus. Servus, da hinten stehen sie, ne? Jetzt dreht sich erst um und guckt. Hä? Da ist doch gar keiner. Ja doch, ihr wisst ja gar nicht, wer da alles ist. Was interessant ist, auch bei den Krypto-Raids, vor allem hier bei den Legendären mit Zapdos, ist der Bereit-Button da und du kannst drücken, obwohl vielleicht ja noch andere Leute kommen. Ne? Das ist ja so, ihr sollt ja rausgehen, ihr sollt zusammen spielen, ihr sollt vor Ort raiden, dass Leute hinlaufen müssen. Jetzt sehen manche Leute, oh guck mal in der Lobby da ist einer drin. Wir laufen mal die 5 Meter zu dem Schloss dahinter und dann steht hier aber so eine Gruppe, so richtig eklige Menschen mit Zigaretten und Bierdosen, die ihren Porsche neben sich geparkt haben, während sie Schlips und Kragen tragen. Und dann drücken die einfach auf bereit und dann seid ihr umsonst die 5 Meter dahergelaufen. Also ja, das kann man natürlich machen, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, unter Zeitdruck, weil man nur 3 Monate Zeit hat, Krypto Arctos zu raiden. Und ja... Ich habe gehört, der Dortmunder Raidbus wird auch wieder aktiv werden, aber nicht gestern, nicht heute, wahrscheinlich dann nächste Woche, Sonntag, nächstes Wochenende. Falls ihr den kennt, dann wisst ihr ja, was auf euch zukommt, dann könnt ihr da vielleicht auch wieder mitmachen, den würden wir dann auch wieder ankündigen fürs Wochenende und ja, dann wieder ein paar gemeinsame Raids machen in Dortmund, so wie wir das auch bei Mewtwo, so wie wir das auch bei Arctos gemacht haben. Ich brauche nämlich das Shiny von dem Krypto-Teil, das ist neu, das habe ich noch nicht. Ansonsten brauche ich da eigentlich nichts. Ich würde ein bisschen raiden, bis das Shiny kommt. Jetzt kann man hier wieder diese Edelsteine einsetzen. Das machen wir auch mal, weil der Boss ist jetzt in Rage geraten, deswegen hat er jetzt so einen lilanen Schleier drum. Jetzt drücken wir mal weiter drauf. Der Schleier ist schon wieder weg, glaube ich. Ja. Der verfällt nämlich dann in Rage. Und wenn der in Rage verfällt, dann macht ihr kaum noch Schaden. Das ist dann wie ein Schutzschild, was der hat, dass der halt stärker ist, mehr Schaden austeilt bei euch, weniger einsteckt. Dann müsst ihr diese gesammelten Edelsteine da drauf werfen. Ich glaube, ihr könnt 5 pro Kampf werfen. Er bräuchte aber 8 Stück, um gebändigt zu werden. Das heißt, ihr müsst sowieso mit mindestens 2 Spielern da eigentlich hin, dass ihr 10 werfen könnt, obwohl ihr nur 8 braucht. So ist das, glaube ich, gedacht. Dann gab es aber einen Bug, gestern zumindest noch am Samstag, am ersten Tag, dass der gar nicht in Rage geraten ist, ihr gar keine Edelsteine einsetzen musstet, er dadurch leichter zu besiegen war. Und der ist jetzt in Rage geraten, ihr konntet jetzt auch Sachen werfen. Dann sehe ich hier 1931 auf dem Kleinen. Der Größere hat mehr. Fun Fact, hat mir die Shinaya nochmal verraten, das Arctos wurde von Cliff präsentiert. Das Zapdos wird gerade von Sierra präsentiert, also auch da wird ein Unterschied gemacht.
Ihr habt auch schön diesen roten Rocket-Hintergrund. Das zählt auch hier schön für meine Aufgabe dazu. Mit den macht die 60 Raids. Das passt. Jetzt muss ich hier auf dem anderen Handy gucken, ob es ein Shiny ist. So, es ist kein Shiny, aber 1931 haben wir schon gesagt. Und hier möchte ich jetzt natürlich noch fangen. Das ist wichtig. 17 Bälle, Pokémon retten. Ist auch kein Shiny 1952. Ich weiß leider die 100er Werte nicht, aber ja, braucht ihr noch ein gutes Zapdos? Ihr könnt ja ein paar Raids machen, bis ihr ein gutes erlösen könnt. So an ein 100er zu kommen ist eigentlich leichter, als wenn man normale Zapdos Raids macht. Obwohl hier die IV-Verteilung natürlich weniger ist, weil das nicht 10, 10, 10 als Minimum hat. Es hat ja 6, 6, 6 als Minimum. Jetzt hat es sich aufgehangen als Minimum. Jetzt ist es doch wieder rausgekommen. Wir werfen mal nochmal drauf, weil der Wurf war eh nicht so gut. So, sieht schon cool aus mit den roten Augen, oder? Muss man sagen, ich habe schon lange keine Vögel mehr gefangen. Die Arctos Raids, die wir gemacht haben, waren direkt immer zu Beginn. Das ist also gefühlt 3 Monate her. Der Baum erschlägt mich halb, hier fällt immer zu irgendwas runter. Das Teil ist auch mega aggressiv, wie ich merke. Jetzt geht er auch noch hoch. Jetzt bin ich auch noch an die Kamera gestoßen und alles fällt runter. Warte. Ah, Zapp, das beruhigt dich doch mal. Wir wissen ja, du bist zappelig. Aber nicht so. Jetzt habe ich schon wieder daneben geworfen. Am besten wartet man also, bis er angegriffen hat und wirft dann einfach drauf. Dann lachen sogar die Eichhörnchen. So. Jetzt sagst du, das ist gar kein Eichhörnchen gewesen. Und ich sag, hey, er ist drin. Nee, ist er nicht. Er kommt nämlich schon wieder raus. Wir werfen also nochmal eine Beere. Ich weiß nicht, wieso das so lange hängt. Ich glaube, ich würde den Kreis einfach mal ein bisschen kleiner stellen. Ich fühle mich ziemlich sicher beim Werfen, wenn der unten ist. So, ich habe keine Ahnung, wie der Kreis jetzt ist. Dürfte auf jeden Fall kleiner sein. Jetzt also mal werfen, wenn er unten ist, und schon werfen wir neben den Kreis, weil wir halt jetzt, naja, der Kreis kleiner ist und wir außerhalb des Kreises werfen. Jetzt ist die Kamera auch so eingestellt, dass ich mich halb bücken muss, um im Bild zu sein. Er ist weiter aggressiv, wir können weiter drauf werfen und verwerfen, weil wir wieder daneben werfen. Ihr seht vielleicht auch am Bildschirmrand oben die Zeit. Es ist 8.31 Uhr, das Krypto-Zapdos ist drin, ist gefangen. War aggressiv, hat ein bisschen rumgezabbelt. Können es auch mal bewerten. Das ist ein 13, 10, 10. Wenn ihr das erlöst, würde das ein 15, 12, 12 werden. Es bekommt ja in jeder Spalte 2 IV-Punkte dazu. Das heißt, ihr bräuchtet mindestens 13, 13, 13, damit das ein 100er wird beim Erlösen. Also wenn ihr 14, 13, 15 habt, wird das ein 100er. Genauso aber auch wie bei 13, 13, 13. Ich habe mich hier reingesetzt, ich werde jetzt auf dem Weg nach vorne noch die Rode Arena machen, mich da reinsetzen und dann würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Habt ihr schon ein Krypto-Zapdos Raid gemacht? Habt ihr Bock darauf? Braucht ihr das, wie gesagt, noch? Mal gucken, wie viele Raids ihr braucht für das Shiny. Ich werde beim Dortmunder Raidbus wieder einsteigen. Das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und... Das Muttertier. Ja, euer Muttertier. Ich habe ja nur, die ist ja jetzt nur auch schon wieder. Teilhaber. Du bist jetzt einfach gelähmt gewesen. Da muss man auch mal. Guck dir das an. Warum auch immer. Tschüss.